So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles 19 mit Mördermark auf der frischen Karte. Es geht weiter. Ja, was habe ich jetzt gemacht? Ich bin jetzt mal die 20.000 Stellen der Log durchgescrollt. Hab jetzt einfach mal ein paar Updates gezogen von ein paar Mods, die dort Fehler hatten. Ich hoffe, dass sie damit behoben wurden. Ja, habe jetzt geguckt, dass ich die Fehler damit rausbügel. Grundsätzlich klar ist mir in der Log noch nicht ersichtlich, was das Problem ist. Da bin ich mir jetzt noch so ein bisschen, ich will nicht sagen unschlüssig, aber ich habe jetzt die Log mir angeguckt, habe alles das an Fehler rausgebaut, was ich im Endeffekt rausgebaut habe. Oder was da im Endeffekt drin stand, habe ich zumindest versucht zu beheben. Da muss ich mal gucken, ob das so hundertprozentig funktioniert hat. Das sehe ich natürlich dann erst, wenn ich spiele. Habe ich jetzt hiermit getan. Kann auch sein, dass ich da nochmal ein, zwei Mods wieder deaktivieren muss. Das muss ich mir aber auf Dauer nochmal angucken. Da kann ich jetzt auch kein Resümee bzw. noch keinen Standpunkt im Endeffekt zu geben. Wieder der Stand der Stände ist, in Anführungsstrichen. Das ist ja immer so ein bisschen hier und ein bisschen da und ein bisschen dort und Teile von hier, Teile von da. Ihr wisst ja, wie es ist. Ihr wisst ja, wie es ist. Wie viele Gerreste haben wir eigentlich zusammen nur so für die Gedanken? Was sind denn Gerreste da? Ah, ich glaube, eine Million Liter ist jetzt auch noch nicht so viel. Haben wir eigentlich noch einen LKW irgendwo rumfahren? Der hätte schon eigentlich ganz gerne noch einen Kipper gespannt, eigentlich. Für mich privat. Zum Rumcruisen. Ich habe ja auch. Wo ist eigentlich der Fendt? Was sollten wir jetzt machen? Habe ich jetzt Bock drauf? Fahren jetzt selber ein bisschen. Ich habe jetzt Bock drauf. Fertig aus Ende. Was läuft, das läuft. Was wir nebenbei machen können, machen wir nebenbei. Was nicht, ist mir jetzt auch egal. Ich will jetzt selber ein bisschen cruisen. Habe ich jetzt Bock drauf, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil ich das für kein LKW und keine Suchmaschine mehr über haben. Also kein Kipper. Machen wir das jetzt selber. Ist mir jetzt egal. Deswegen nehmen wir jetzt das Ding mit. Ob wir das auf Dauer brauchen, nicht. Ob sie 9000 Euro jetzt gebracht haben oder nicht. Ist mir jetzt gerade einfach relativ wurscht. Ich will jetzt ein bisschen hier. Ich will jetzt selber ein bisschen fahren. Wenn jetzt was stehen bleibt, bleibt was stehen. Ist mir auch wurscht. Und langsam. Gerade habe ich keine Lust mehr. Gerade habe ich da nicht mehr so Lust drauf. Deswegen. Wir haben jetzt einen Kipper. Dann fahren wir ein bisschen Stroh. Das machen wir nämlich jetzt. Habe ich jetzt Bock drauf. Weil für die Produktion hinten muss ich eh Stroh fahren. LKWs habe ich eh keine über. Schlepper gespannt habe ich sonst auch keine über, weil alles unterwegs ist und rollt, was fahren kann gerade. Von daher. Fahren wir jetzt selber ein bisschen. Ein bisschen fahren wir jetzt selber. Grundsätzlich habe ich ja die Klamotten dafür, um im Endeffekt auf Mars selber zu fahren. Das ist so für mich, ich will nicht sagen unbedingt Entspannung, aber so ein bisschen Entspannung ist halt ja teilweise auch schon mal. Also einfach so, wenn du eine Folge nur selber ein bisschen cruist, das ja macht ja auch schon mal ein bisschen was aus. Weizen will ich nicht, ich will Stroh. Ist ja auch gar nicht mehr so viel drin. Aber BGA füllt sich ja hier auch schon, wenn man jetzt
900, also knapp 1 Million Liter drin. Da können wir schon ein paar Fässer von wegfahren, das steht fest. Aber brauchen wir im Endeffekt auch. Wenn wir mal so überlegen, wenn wir mal anfangen, Gärreste auszubringen oder so, was da alles an Flächen zusammenkommt, das ist schon eine Masse. Ich wollte eigentlich den Fendt dafür nehmen, weil der 60 fährt, aber wenn wir jetzt den Johnny, fährt er nur 50, 53. Ist auch wurscht. Wenn wir nebenbei noch mal ein bisschen Zeit haben, dann gucken wir noch mal kurz bei den Dreschern vorbei, dann ist gut. Weil der Lexion jetzt schon fertig ist. Wenn ich gleich da hinten stehen beim Abkippen bin, dann kann ich immer, denke ich, mal kurz rüber tappen. Weil wir sind ja schon lange selbst nicht mehr gefahren, bin ich so der Meinung. Also, dass wir selber mal einen Kipper hinter hatten und selber mal richtig Stunden gefahren haben, das passiert relativ selten, bin ich der Meinung. Langsam überkommt mich so ein bisschen die Müdigkeit. Wenn jetzt von hinten anfangen, nach vorne voll zu fahren. Ob wir das jetzt die restlichen zwei Folgen machen, weiß ich nicht. Ob ich es mir vorstellen könnte, ja. Nebenbei so ein bisschen fahren. Könnte ich mir vorstellen, weil wenn das erstmal einmal alles voll ist, dann ist das, glaube ich, auch so eine Sache, die erstmal ohne größere Schwierigkeiten läuft. Wo wir dann jetzt erstmal nicht so viele Gedanken drum machen müssen, meiner Meinung nach. Wenn es erstmal läuft, läuft es, glaube ich. Die hinteren Beine müssten ja relativ voll sein, also da dürfte jetzt nicht mehr so viel reingehen eigentlich. Alibi Bärs, ich fahre mir dabei jetzt trotzdem auch nochmal dran. Ist ja eh ein Abschiebewagen, von daher ist halt eigentlich auch wurscht. Da geht doch noch mehr rein, als ich gedacht habe. Ah ja, da ging ja doch mehr rein, als ich gedacht habe. Ist das denn jetzt auch so viel voll? Stroh. Da geht sogar noch was rein. Brauchen ja fast zwei Kipper für einmal vollfahren. Ist ja Wahnsinn. Ich meine, wir haben einen Kipper reingefahren. So um den Dreh. Machen wir jetzt nebenbei noch ein bisschen das, was sonst noch so anliegt. Wenn der Rest mal läuft, dann lass mal laufen. Genau, sonst, was habe ich sonst noch so gemacht? Gerade ist jetzt gar nicht mal so viel spannend. Ich bin sehr froh darüber, dass ich jetzt Wochenende habe oder fast Wochenende habe. Diese Folge erscheint am Samstag, am Samstag, den 13. Die habe ich am 5. auch, ich die aufgenommen, nur so für euch zur Erinnerung. Das heißt, ich darf morgen Samstag, den 6. darf ich arbeiten. Weil wir viel zu tun haben.
Aber ich glaube, viel zu tun haben ist ja grundsätzlich ja auch nicht so schlecht. Vor allem aktuelle Zeit, aber es ist halt so. Ich sollte eigentlich aus dem letzten Jahr habe ich 3,5 Wochen Überstunden mitgenommen. Die sollte ich jetzt eigentlich noch abfeiern im Februar. Jetzt haben wir März, Mitte März. Hat noch nicht so gut funktioniert bisher. Und wenn ich diese Woche mir angucke, 4, 5, 6, 7, 7 oder 8 Stunden drüber diese Woche, das ist schon gut, würde ich sagen. Ich weiß noch nicht, wie der Samstag wird. Ich hoffe ja ruhig, weil ich hoffe mal ruhig, wie gesagt. Falls schlaucht so ein bisschen. Macht schon ein bisschen mit Heather Johnny, gefällt mir schon. Muss ich ja mal sagen, kann ich ja mich so nicht darüber wirklich beschweren, über gespannt. Ich würde ja mit dem Gespann auch vielleicht ganz gerne Gülle zu bringen, aber ich bin mir noch darüber überlegen, ob ich mir nicht eine Kombi kaufe im LS, wo ich Gülle in einer Ab Bearbeitung einarbeite, also Güllegrubbern, so. Der Überlegung überlege ich das. Also hinter dem aktuellen Gespann keinen Schleppschuh mehr vormachen. Also doch schon, würde ich dran lassen. Aber noch einen anderen Anbau dahinter kaufen für fürs Güllegrubber. Also direkte Einarbeitung, direkt im Arbeitsgang mit Grubbern. Für die Flächenleistung ist das wahrscheinlich scheiße, aber ich hätte das gespannt schon ganz gerne. Also eigentlich, ich würde da damit gleich, ich würde da wahrscheinlich auch ganz gerne mal eine Fläche mitmachen. Mal schauen, ich habe wahrscheinlich eh in der nächsten Zeit, muss ich eh wieder Mais anpflanzen. Da wird wahrscheinlich eh sinnig, wenn ich so ein, vielleicht einfach mal für mich mache, so an einem Samstag oder irgendwie sowas. Dass ich mir da einfach mal ein paar Stunden Zeit für nehme und das Feld einfach mal mit dem Gespann, einfach schön mit dem 8R, das Gespann dabei, zwei Zubringfahrzeuge dabei, und dann muss man gegrubbert werden, würde ich mal so sagen. Das könnte ich mir zumindest so vorstellen. Das könnte, glaube ich, ganz geil werden. Da, ich glaube, das wäre schon ganz geil. Wenn ich mal, glaube ich, glaube, da habe ich, das könnte ich mir, glaube ich, mal überlegen, wenn ich irgendwie mal so einen halben Tag Zeit habe oder so und nichts vorhab oder so. Und noch klappt das ja ganz gut eigentlich, so am Wochenende nichts tun, weil bei so 3 Grad draußen ist das jetzt noch nicht so geil. Gut, wir hatten zwar auch schon Samstage dabei, hatten wir 20 Grad. Aber so die aktuellen Samstage sind ja eher so mit unter 5 Grad gerechnet. Auch die Nächte sind ja noch frostig. Teilweise heute auch morgen war mein Auto auch wieder gefroren. Was ich heute Morgen auch wieder kratzen durfte. Der fährt jetzt eh erstmal seine Runde. Kommt er eh relativ weit bis nach hier unten eigentlich. Der fängt jetzt ja erstmal oben an. Weil sonst mit dem Punkt, wo er rauskommt, nicht übereinkommen. Glaube ich. Irgendwie so war das. Muss ich gleich mal einen Screenshot von schießen. Das Gespann gefällt mir doch schon so ein bisschen. Das hat schon so ein bisschen was.
Konnte man eigentlich auch mit Autodrive laufen lassen. Eigentlich. Das Gespann gefällt mir schon, muss ich ja sagen. Kann ich ja schon eigentlich nicht meckern. Der XR davor. Die Ballerlampen da drauf. Das gefällt mir nicht schon ganz gut. Aber sagt mir mal eure Meinung zu der Kombi. Also mir gefällt hier unheimlich gut, muss ich ja sagen. Der Kipper dahinter, die Dolly da dran, das ist schon gespannt, was mir schon so ganz gut gefällt. Sagt mir mal eure Meinung dazu. Schreibt es mal gerne mal in die Kommentare. Wir sehen uns morgen wieder Sonntag zu einer weiteren Folge. Bis dann, danke. Ciao.